Ja, Freunde, heute steht die erste Reise in eine fremde Stadt vor uns und ich hoffe, dass die Stadt heute schon geöffnet ist. Denn ich bin ein bisschen in Verspätung, mir kam ein bisschen was dazwischen, was eigentlich oder leider länger gedauert hat, als ich dachte. Und deshalb, ja, beeilen wir uns mal schnell. Es geht heute, ja, wohin genau, weiß ich es nicht mehr, aber, ja, mal schauen. Kümmert euch nicht um das Datum, ich weiß, dass das falsch ist. Das ist, weil ich diese Besucher-Episoden halt unregelmäßig und auch nicht chronologisch aufnehme. So, Flip, du wirst uns doch sicher in eine andere Stadt bringen. Ich möchte nämlich weg von dir, ich hab schon von Starpolis genug. Na dann wäre ja alles, halt stopp, kein Foto. Dachte ich mir schon. Ja, okay, dann gehen wir noch schnell. Ja, okay, okay, okay. Wir haben ja das Geld. Wir müssen noch schnell ein Foto auf unser, auf unseren Pass setzen. Ja, dann machen wir das heute auch. Werden sich vermutlich manche fragen, warum auf dem Pass auf einmal ein Foto ist. Obwohl, seht ihr den Pass? Ich weiß es nicht. Naja, egal. Wir müssen uns beeilen, wir sind in Verspätung. Oh. Ich hasse eigentlich Verspätungen, aber hat sich halt jetzt leider nicht anders lösen können. Ich hoffe, dass die Stadt noch offen ist. Sonst haben wir einen kleinen Fail. Auf die Plätze fertig. Na schön. Da kann man jetzt so ein paar Posen machen. Ich weiß aber nicht genau wie. Ach, mit hier unten. Okay. Neues Foto. Komm, wir müssen das ein bisschen energischer machen. Hä? Warum geht das denn nicht? Man konnte doch immer so... Ach, ist ja auch egal. Ist ja auch egal. Und jetzt lächelt, Dummheiten macht und. Ich glaube, man kann das auch in Schwarz-Weiß und in Sepia abfotografieren, aber das... Wie das geht, keine Ahnung. Vielleicht kann diese Fotozelle noch irgendwie geupgradet werden. Ich weiß es ja nicht. So, jetzt dürfte es aber keine Probleme mehr geben. Der gute Flip wird wohl jetzt die Tür öffnen. Ja, ich hab alles gemacht. Hier, bitteschön. Dann passt es. Okay, dann geht's jetzt los. Ich will verreisen. In welche Stadt müsste? Online-Modus. Jetzt muss das natürlich speichern und ein bisschen warten. Aber ich glaube, das versteht die da, ne? Das ist ja normal. So, ich hoffe, dass die Tür offen ist. Wir sind nicht lange dort, ne? Aber wir schauen uns die Stadt einfach mal an. Und bin ich mal gespannt, was es da so gibt. Ich suche nach einer Stadt, die du besuchen kannst. Ja. Hier ist eine Liste aller Städte, die du derzeit besuchen kannst. Clemens in Dornwald. Das ist doch die richtige Stadt. Ja, ich werde jetzt mal schauen, ob der Chat gut funktioniert. Aber ich werde eigentlich keine Dual Commentaries oder so machen, ne? Also ich will halt einfach, dass ich eure Stadt mal sehe und mir ein Bild von der Kreativität mache von euch. Und, ja... So erwecken wir die Community halt wieder ein bisschen. Und schön, wie Schnee auf diesem Zug liegt. Ja, jetzt geht's los. Es kann losgehen. Ja. In Dornwald gab es sicher schon die Meldung, dass jemand kommt. Oh, und allein die Flagge ist schon richtig schön. Das wird richtig toll hier, denke ich. Wenn ich die Flagge schon sehe, da steckt Mühe drin. Jetzt bin ich gespannt. Oh nee, sag mir nicht, es gibt einen Disconnect. Nee, es geht weiter. Okay, wunderbar. Hey! Ja, ich habe leider keine Animationen. Deshalb schreibe ich mal Hi! Schön.
Schauen wir uns die Stadt mal an. Ja, wieder mit den Designs wunderschön gemacht. Ja, sowas kriege ich halt in normalen Streams leider nicht hin. Und es gibt auch so Emotes, aber die habe ich leider nicht. Deshalb, will er mir was zeigen? Ja, er freut sich. Ja, ich kann leider nur mit den Emotes arbeiten. Ah, das Schreiben fällt mir auch schwer. Ich werde gleich mal meinen Stylus nehmen. So. Ich schaue mir die Stadt jetzt mal an. Oh, schön mit den Blumen. Und da ist dieses... Seht ihr das? Das ist ein Stadtmonument. Sowas werden wir auch noch bauen. Ich bleibe auf dem Pfad, auch wenn er durch das Gebüsch läuft. Ist hier seine Hütte? Nee, okay. Schauen wir sein Haus aber auch an. Oh, hier auch wunderschön. Also schreibt mal. Schöne Stadt mit deinem Herzchen. Das gefällt mir richtig gut. Aber wo sind denn die ganzen Zeichen? Da. Okay, der kleine Als oder größer Als sieht ein bisschen merkwürdig aus. Und da ist ein Leuchtturm. Super. Das gefällt mir richtig gut, ne? Also wow. Ne, das gibt wirklich ein Wow. Richtig schön gemacht mit der Stadt. Hier auf dem Strand sieht man Kokosnussbäume. Das werden wir auch noch sehen. Es gibt Bananen und Kokosnüsse. Ah, oh, es ist so schön hier. So, ich habe natürlich auch die Karte von Dawnstown und wir sehen, sein Haus befindet sich... Oh, das ist ja fast die gleiche Map, wie ich sie habe. Ja. Und ich werde jetzt mal in sein Haus gehen. Das ist auch schön gemacht. Ich frage ihn aber, ne? In dein Haus. Na, immer freundlich bleiben und Respekt zeigen. Ich suche die Brücke. Okay. Also, er gibt uns das Einverständnis. Nur, wo zum Teufel ist es? Ach, hier auch schön mit der Brücke. Kann man alles bauen. Hier ist das Café. Ah, oh, es ist so geil. Ich krieg sowas nicht hin, Leute. Tut mir leid, ich bin da. Ach, auch hier mit den... Es ist alles so wundervoll hier. Ich bin dazu... Oh, da ist sogar eine Bank, wo man im Schnee sitzt. Cool. Gut. Schauen wir uns sein Haus an. Hier ist es. Gehen wir mal rein. Ich bin gespannt. Das ist schon ein Spiel, was sehr lange vermutlich gespielt worden ist. Ne? Also da steckt natürlich viel Arbeit drin. Deshalb besuche ich auch die Leute, um das halt zu sehen. Wow. Schöne Holzdeko. Schön. Da fühlt man sich wohl. Und ihr seht hier auch, wie groß man die Häuser ausbauen kann, ne? Weil das ist ja halt auch etwas, das kriege ich im Projekt leider nicht hin. Ach, hier ist das Zimmer noch ganz klein, aber das ist ein schönes Schlafzimmer. Das ist übrigens auch neu, dass man Kleider jetzt an die Wand hängen kann, finde ich aber eine super Neuerung. Ja, und hier kann man sogar eine Spende abgeben. Man verliert wirklich einen Sterni, ne? Also wenn ihr auf das Schwein drückt, verliert ihr einen Sterni. Die sind dann weg, aber es ist ein cooles Detail. So, wo geht's denn noch hin? Ah, ich komme nicht an ihn vorbei. Ach, hier ist... Ah, lecker Kekse. Kekse. Yummy. Oh, dieser Tisch kenne ich gar nicht. Der scheint irgendwie ziemlich neu zu sein.
Ach so, nee, das ist eine spezielle Gattung, ne? Das ist diese Schokoladengattung. Die kriegt man auch erst, wenn man den Luxusladen hat. Oh, was ist das denn für ein Modell? Das ist aus Happy Home Designer. Kriegt man vermutlich alles mit der Campingkarre. Und hier die frische Noise. Gefällt mir richtig gut. Hier die Eislampe. Schön. Ja, schöne Einrichtung. Was macht er gerade? Er schläft, oder? Er hat sich aufs Bett geknallt. Richtig toll. Also tut mir leid, wenn ich gerade wie eine, keine Ahnung, irgendeine Puppe, die hier rumläuft, bin. Eine leere Hülle. Es liegt daran, dass ich, keine Emotes habe. Die Person, die dafür zuständig ist, war leider noch nicht da. Oh, und das hier sieht schön aus. Boah, nice. Das sieht halt richtig heimisch aus. Er hat auch diese Pinnwand. Mit den Ohren. Und die Glückskatze, das ist cool. Das gefällt mir richtig gut. Das ist richtig cool. Ja, ist doch schön. Gefällt mir. Super Haus. Wirklich schön. Ach. Der Touchscreen. Ja, ich bin dazu einfach unfähig. Es tut mir so leid. Wartet, wenn das richtige neue, Animal Crossing kommt, das, was hoffentlich kommt für die Switch, ich schwöre euch, Leute, das wird so ein fettes Projekt. Ich schwöre euch, Leute, das wird krass, das wird so heftig. Da werde ich richtig viel reinstecken. Und, ja. Wie gesagt, ich mache die Folgen hier in der Stadt auch ein bisschen länger. Wen hat er denn alles? Mich würde mal fragen, wer hat er denn? Hannes, Silvia, Walli? Ich werde aber leider nicht mit diesen Leuten reden. Ah, Felix. Felix ist cool. Aus dem einfachen Grund, weil die Stadt halt schon schön ist. Und wenn ich mit diesen jetzt rede, dann kommen die auf die dumme Idee, nach Starpolis zu ziehen. Und machen hier dann alles kaputt, wenn ein neuer reinzieht. Deshalb, das lasse ich lieber sein. Was ist das denn? Ein Iglo? Ach, ist das ein Campingersatz? Das wusste ich nicht mal. Aber schön. Lol. Mit einer guten Suppe. Schön. Es gibt nämlich so einen Campingplatz. Kann sein, dass der jetzt irgendwie sich per Jahreszeit verändert. Ah, ist cool. Nice, nice. Gefällt mir. Ah, das ist der Zeltplatz. Okay. Okay. Schön. Das wusste ich nicht mehr. Also das ist vermutlich auch erst mit dem Update gekommen, dass sich dieser Winterplatz jetzt verändert. Hier ist das Rathaus im asiatischen Stil. Kann man auch noch wählen, was man baut. Und hier ist der Campingplatz. Das interessiert mich. Wie sieht das denn in der fremden Stadt aus, was der Campingplatz angeht? Ach, wie bei uns, ne? Dürfen wir das hier denn auch kaufen? Ich würde sagen, ja, ne? Hier, schöner Wohnwagen. Gehen wir auch mal rein. Er hat einen anderen hier stehen wie wir. Ändert sich pro Tag. Und er hat irgend so ein Reh. Das ist doch... Ach, der steht an Weihnachten. Ach, das... Ach, jetzt verstehe ich das. Die ganzen Camper hier. Das sind die, die für Feiertage zuständig... Oh, jetzt sprechen die miteinander. Aber ich kann hier drin leider nicht chatten. Das sind, die Leute, die stehen halt an bestimmten Feiertagen halt dort, zum Beispiel dieses Reh an Weihnachten am Festplatz, und wenn halt kein Weihnachten ist, haben die so eine Camperkarre. Jetzt verstehe ich das Ganze, deshalb auch dieser Totan mit dem Koch, der ist halt auch für so ein Herbstfest, glaube ich.
Am Start. Alles klar. Jetzt hätte ich klug daraus. Aber die Flagge, ne? Die Flagge ist so super. Die gefällt mir richtig gut. So ein schönes Design. Ach, schauen wir auch mal hier rein. Man weiß ja nie. Ach, hier steht nichts. Okay. Wird ein bisschen was verkauft. Oh, scheint das. Ich weiß nicht, ob Björn schläft. Ja, doch, ich glaube, der schläft immer im Multiplayer-Modus. Den können wir auch noch wecken. Aber dazu müssen wir halt ein paar Aufgaben erfüllen. So, was haben wir denn noch? Wo waren wir denn noch nicht? Am Festplatz. Oh ja, auch mit den Ampeln. Oh, es ist eine wunderschöne Stadt. Also, ich glaube, ich bewerte die Städte. Und das hier hat definitiv die Höchstpunktzahl verdient. Es ist richtig feierlich. Ja, seht ihr, hier hat sich ein Haus breit gemacht. Gute Rainer am Festplatz. Oh, und hier? Das sind 1A Pfirsiche, oder wie? Schön. Und hier auf dem Stein sitzen. Das geht ja. Ja. Super. Super, super schön. Hier ist das BUA, das möchte ich auch mal bauen. Das habe ich im privaten Spiel selbst auch noch nie gemacht. Ist mir zu teuer und ich finde es halt leider hässlich. Aber meine Stadt ist so hässlich. Das, ja, macht auch keinen Unterschied mehr. Jo. Es sieht super aus, also super Stadt. Ich frag mal, ob er noch was vorhat. Ja, das dauert halt ein bisschen, tut mir leid. Die Besucherstädte sind halt ein bisschen merkwürdig. Ich frag so nach, na. Er hat sich einen Kaffee geholt. Wir machen das auch. Warte mal, wo ist das Kaffee? Es war ja... Ja, genau. Über die Brücke. Wir sind auf dem Weg zu einer Brücke. Ich schreibe ihm, hol mir einen Kaffee. So, das Café. Das ist hier unten. Er ist halt auch ein Gebäude. Will ich zwar auch basteln, aber ich zeige es euch jetzt auch. Na, ist ja, denke ich, kein Spoiler. Und wenn es ein Spoiler ist, ja, dann tut es mir leid. Ja, die Folge kommt ja auch relativ spät. Guten Tag. Ja, dann trinke ich mal einen Kaffee. Und nehme auch einen mit. Wenn das in Ordnung ist. Ah, chillig hier. Eine Tasse Kaffee schlürfen. Im Winter genau das Passende. Bitte sehr. Das hier ist meine Spezialmischung. Kaffee Dornwald. Nur dann runter damit. Dieser belebende Kaffee ist nach der langen Reise hierher genau das Richtige. Schön. Ja, gemeinsam Kaffee schlürfen hier, ne? Willkommen. Gefällt dir Dornwald? Kann ich keinen Kaffee mitnehmen? Oh, schade. Dort eigentlich das ginge. Aber gut. Dann halt nicht.
So. Wo ist er denn, der liebe Abonnent? Ich habe mich hier verlaufen. Nee, ist aber alles schön platziert, also... Natürlich könnt ihr auch ihr die Städte bewerten, also schaut euch sie an. Hab noch was für dich. Okay. Gibt's ein Geschenk? Da muss ich ihn jetzt mal finden. Liegt am Bahnhof. Aha. Ja. Also wie gesagt, ich renne auf euren Pferden nicht durch die Blumen. Ich möchte nämlich nichts kaputt machen, ne? Ach da, da liegt was. Wow, danke. Kann ich bestimmt brauchen. Ja, jetzt bin ich aber gespannt. Und zeig mal. Wir packen es gleich aus. Bambussprosse, nice. Nice. Ich mag Bambus. Das ist richtig geil. Das kann man auch gut fortpflanzen. Vielen Dank. Dauert nämlich sehr lange, bis dass man Bambussprossen kriegt. Bambussprossen sind nämlich sehr selten. Also zu kriegen, man kann sie ausgraben, aber zu kaufen, das dauert. Und das werden wir auch nicht schaffen, denn da braucht man über Monate, bis dass man den großen Laden halt kriegt. Ich kann euch den ja auch mal zeigen. Die Einkaufsmeile ist ja geöffnet. Er hat ihn ja sicher. Das zeige ich euch mal kurz. Da ist dieses riesen Geschäft von Nook. Und ja, da drin gibt's diese Bambussprossen zu kaufen. Gerne und danke, dass du hier warst, oder? Mache ich gerne. Also, wie gesagt, ich besuche gerne eure Städte. Weil ich weiß halt, dass es sehr viele gibt, die richtig schöne Städte haben. So. Ich werde dann aber auch bald wieder gehen. Ah ja, was ist das für eine gemütliche, schöne erste Reise. Und ich freue mich auf die kommenden. Dann aber mit Emojis. Ich hoffe, ich krieg welche. Okay. Tschüss. Wie macht man das? Ach Gott, ich bin im Schreiben so eine Niete. Hier, so. Oder wie geht mein Smiley immer? Der mit der 7, kennt ihr doch. So. Dann war ich jetzt offiziell in Dornwald. Das kriege ich natürlich in den Pass geschrieben. Ja, und jetzt wird's halt zugehen. Flip, ich hab genug. Ich muss weg. Also, wie gesagt, wunderschöne Stadt. Hat mich sehr gefreut. Dornwald, definitiv ein sehenswerter Ort. Ja, dann bin ich schon gespannt, was als nächstes auf mich wartet, denn meine Liste ist groß. Also ich habe schon ein paar Anfragen. Mindestens 3 Städte werden wir noch besuchen. Und das wird sicher der Hammer. Bei einem weiß ich, dass er ein richtiger Experte in Animal Crossing ist. Der wird eine richtig krasse Stadt kriegen. Vorzuzeigen haben. Aber das hier wird schwer zu toppen. Also Respekt an dich, Clemens.
Das ist jetzt schwer zu toppen. Gut, ich bedanke mich an dieser Stelle fürs Zuschauen und beim nächsten Mal mit einer Folge wieder zurück in Starpolis. Ich weiß nicht, ob ich diese Reisen raushaue so hintereinander. Von daher, ja, mal schauen. Also, mal schauen, was uns morgen erwartet. Bis dann und tschüss.